Gerne, Wiki. Wir lieben unsere Spiele. Jo, willkommen zurück bei der Gamer WG. Ich bin der Dimpfo. Wir spielen Baphomets Fluch. Ja, ein paar Tage ist es her, dass ein Video auf unserem Kanal erschienen ist. Das liegt daran, dass ich gerade mal wieder der Einzige bin, der überhaupt ein Projekt gerade am Laufen hat, weil die anderen halt Real Life haben. Also so heißen, die haben mehr zu tun als ich. Und ich konnte halt nicht aufnehmen, weil ich ziemliche Probleme mit meiner Stimme hatte. Und zwar Halsschmerzen und so, konnte nicht richtig reden. Jetzt geht's wieder einigermaßen. Und dann dachte ich mir, da halt Baphomets Fluch ja ein relativ ruhiges Spiel ist, weil es halt ein Click-and-Point-Adventure ist, können wir hier das mal ruhig durchstarten. Und ja, wir sind stehen geblieben beim Bull's Head Mountain, wo wir die Linse vermuten. Und wie hieß der? Klausner, der die Linse angeblich bei sich hat. Und wir wissen, dass Khan uns auf der Schliche ist, beziehungsweise vermutlich schon weiß, dass wir mit involviert sind in dem ganzen Pipapo hier. Es wird also langsam gefährlich in dem Spiel für uns. Und wir sehen schon, wir können hier etwas anscheinend aufnehmen an diesem kaputten Baum. Dann werden wir da mal direkt hinlatschen. Okay, anscheinend war der Ast ziemlich lose. Den können wir ja gleich mal untersuchen. Der Stock, den ich abgebrochen habe, ist überraschend hart und lässt sich nicht biegen. Er hat ihn doch gebogen. Ja, okay. Hier war gerade noch was? Da? Ich habe dem Baum für einen Tag genug Schaden zugefügt. Ja. Leider ein ziemlich mickriger Baum. Hier sehen wir noch was. Da können wir mal direkt mit interagieren. Er will da also nicht runtergehen. Ich vermute mal, da brauchen wir sowas ähnliches wie ein Seil. Wir haben hier noch das von dem Klo, diese Kette. Vielleicht können wir das miteinander kombinieren. Das ist keine gute Idee. Und dann haben wir noch das Teil von diesem Handtuchhalter, was wir als Keilriemen benutzt hatten. Die Hälfte hat uns ja der eine Typ da wiedergegeben hat, der uns hierher gefahren hat. Versuchen wir mal das miteinander zu kombinieren. Nein, nicht die... Die Karte, die ich im Hotelzimmer gefunden habe. Thomas Merlin Grüber Electronics steht drauf. Ah, sehe schon, ich werde hier ein bisschen schneiden müssen wegen meinem Husten. Aber das kriegen wir schon hin hier. Dann sitze ich halt ein paar Minuten länger dran. Gut, also, na, nicht, na da. Das da. Mit dem. Ah, das macht er sehr gut. Mit Schwung knote ich das Handtuch an den Stock. Ein Seemannsknoten, wie er im Buche steht. Ich werde das so machen. Ich werde es auf jeden Fall Probe hören. Das mache ich bei all meinen Aufnahmen. Wenn das Husten zu laut ist, dann werde ich auf jeden Fall rausschneiden. Ist es relativ akzeptabel, dann lasse ich es drin. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier funktioniert. Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Glaube ich auch. Sonst will ich es nicht versuchen, ne? Ja, dann mal hinab mit dir. Ja, das sieht ja ziemlich sicher aus, aber ich habe sowieso keine Wahl. Als ich nach Syrien gekommen bin, habe ich nicht damit gerechnet, einen Berg zu besteigen. Ja, wir sind unten. Hinauf kommen wir wohl nicht mehr, glaube ich. Keine Chance, dass ich da wieder raufgehe, bevor ich nicht herausgefunden habe, warum Klausner hier rauskommen wollte. Ja, rauskommen zum Bullenheads Mountain, genau, okay. Ist also richtig. Das hier sieht schon verdächtig aus. Für mich zumindest. Sieht schon mal nach einem Gang aus. Aber wie kommt man da hinein? Das ist jetzt die große Frage aller... hier. Aus der Nähe betrachtet sieht die Nische irgendwie künstlich aus. Ja, dann würde ich sagen, Finger rein, wa? Die Idee, meine Hand dort hineinzustecken, gefällt mir gar nicht. Aber irgendwas war da drin. Ein Metallring, so groß wie meine Hand. Dann ziehen, bitte. Ich greife den Ring ganz fest und ziehe aus Leibeskräften. Aber hallo. Mann, sind wir gut. Machen wir hier mal ein
Sicherheitscheckpoint. Weil ich traue dem Ganzen nicht. Und dann gehen wir mal rein. Na Hallöle, ja, das sieht doch schon mal schnieker aus. Wäre ein richtig geiles Versteck in Minecraft. Mal das hier untersuchen. Die Arbeit, die jemand in diesen Raum gesteckt hat, ist beeindruckend. Eins muss ich den Tempelrittern ja lassen. Wenn sie schon eine geheime Höhle bauen, dann auch eine erstklassige geheime Höhle. Meine Rede, meine Rede. Hinter der Ecke finde ich die Leiche. Oh mein Gott, Klausner. Lebensgroß und doppelt so tot. Ich habe kaum Zeit, diese Tatsache zu verdauen, als ich höre, wie der Türmechanismus sich erneut bewegt. Mann, nein! Die Türe schlägt zu und sperrt mich ein. Ich bekomme so eine leichte Ahnung, wie Klausner gestorben ist. Ja, höchstwahrscheinlich verdurstet und verhungert. Arme Sau. Aber ich würde nur eher sagen verdurstet, weil er hält da noch eine Flasche in der Hand. Sind ja auch in einer Wüste. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir hier hinauskommen wieder. Und ob er das bei sich trägt, was wir hoffen, dass er bei sich trägt, und zwar die Linse. Okay, in Ordnung. Hey, was ist das? Ich habe so etwas wie eine Linse gefunden. Eine sehr alte Linse aus sehr hartem Glas. Das erklärt vieles. Der Ritter auf der Handschriftenrolle hatte die ganze Zeit eine Linse gehalten, keinen Kristallball. Ba, 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 ba. Also hier wird nochmal die Info. Wir hatten ja in Let's Player schon ein Gespräch mit, wie hieß er? Seine Frau hieß Pearl. Egal. Er hatte, ja, wir hatten mit ihm ein Gespräch über die Templer, er wusste rein gar nichts und dann hat es bei uns Kurzschluss gemacht, aha, Kristallkugel, nicht Kristallkugel, sondern Linse und ab da wussten wir, sie ist eine Linse. Und sollte man das Gespräch nicht gehabt haben, kriegt man hier nochmal die Info, die haben wir jetzt nochmal bekommen. Und ja. Gut. Wir haben noch zwei Sachen zu untersuchen, wenn ich das richtig sehe. Fangen wir mal hiermit an. Ein Steinkopf mit drei bärtigen Gesichtern. Es ist ein merkwürdiges Bildnis, aber ein starkes. Voller Altertümlichkeit und alter Mysterien. Auf jeden Fall ist es aber ein hässliches Bildnis. Gut, das war die Rechtsklick-Info. Vielleicht machen wir was mit Linksklick. Mir fällt nichts ein, was ich mit der Statue machen könnte, außer vielleicht Kinder zu erschrecken. Ja, lass das machen. Ja, dann gehen wir hier drüben hin. Oben an der Wand steht eine Inschrift, teilweise schon vom Zahn der Zeit abgenagt. Irgendwas wie in Occidenta sita est in ora mundi. Das Latein ist einfach genug, aber was sollte es bedeuten? Der Mund öffnet sich. Das muss Ulta sein. Mein Gott, wenn er reinkommt, sind wir beide hier drin gefangen. Ulta! Komm nicht rein, es ist eine Falle! Bleib, wo du bist! Wie? Hallo, Mr. Stobbart. Wir treffen uns aber auch immer an den ungewöhnlichsten Orten. Bitte machen Sie keine hastigen Bewegungen. Ich habe nicht den Wunsch, Sie zu verstümmeln. Sagten Sie verstümmeln? Genau. Tote erzählen mir ja nichts, wie Sie wissen. Und ich möchte doch alles erfahren, was Sie mir zu erzählen haben. Und wenn ich nicht plaudern möchte? Dann müsste ich Sie bedauernswerterweise töten. Aber seien Sie versichert, dass ich ein ausgezeichneter Schütze bin. Sie würden nicht leiden. Das ist gut. Glauben Sie mir, mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen. Es ist etwas dunkel hier drin. Ich finde, wir sollten unsere Geschäfte lieber draußen abwickeln. Warum sollte ich mich zu einer noch leichteren Zielscheibe machen? Wenn ich auf Sie schieße, Mr. Stobbart, dann treffe ich Sie auch. Selbst hier drinnen. Unglücklicherweise leidet dann meine Zielgenauigkeit. Das könnte den Unterschied ausmachen zwischen einem Treffer ins Bein oder in den Unterleib. Puh, ist das plötzlich heiß hier drin.
keine plötzlichen Bewegungen, Mr. Stobbart. Also denn, wo fangen wir an? Mit dem Versuch, gute Freunde zu werden und alle Waffen wegzupacken. Klausner, wissen Sie, wo er ist? Ich werde hier mal ganz schnell einen Sicherheitscut machen, aus dem Grund, weil bei mir gerade irgendwie eine Störung ist. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ja, es gab ein kleines Problemchen, es hat meine Katze ein Kabel gelockert, weswegen ich leichte Bildstörungen hatte. Man hat es vielleicht gesehen beim jetzt gerade im Let's Play, bin mir nicht sicher. Gut, hier können wir auswählen zwischen Lügen und die Wahrheit sagen. Wir werden hier schön die Wahrheit sagen, weil sonst wird uns der liebe Khan töten. Ja, er ist tot. Liegt direkt um die Ecke in der Höhle. Wollen Sie nachschauen? Ich glaube Ihnen das einfach. Wie ist er gestorben? Verhungert oder verdurstet, so wie es aussieht. Er ging in diese Falle, von der Sie da rumgebrüllt haben? Hatte ich mir schon gedacht. Die Tempelritter gehören nicht zu den Menschen, deren Geheimnissen man leicht auf die Spur kommt. Hatte er etwas Wichtiges bei sich? Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich hätte einfach die Wahrheit sagen. Ja, er hatte so eine Art Linse bei sich. Ich habe sie bei mir. Geben Sie sie mir. Nein, ich glaube lieber nicht. Seien Sie kein Narr, Mr. Stobbart. Wenn ich sie Ihnen gebe, was sollte Sie dann noch davon abhalten, mich umzubringen? Was sollte mich überhaupt davon abhalten, Sie umzubringen? Sie könnten die Linse treffen. Nicht, wenn ich sie in den Kopf schieße. Wenn ich hinfalle, könnte die Linse kaputt gehen. Sie argumentieren überzeugend, Mr. Stobbart. Vielleicht erleben Sie ja doch noch den nächsten Morgen. Vielleicht. Gab es sonst noch was Wichtiges? Oh mein Gott. Ich bin hier leicht nervös. Ich werde einfach nochmal die Wahrheit sagen. Naja, da stand irgendwas auf Lateinisch an der Wand. Was stand da? In Occidenta sita est in ora mundi. Ah, die Worte Cäsars. Ja, das ist logisch. Also ich weiß, dass es grob übersetzt etwa so viel heißt wie im Westen am Rande der Welt. Aber was zur Hölle bedeutet das? Es verrät mir, wo das Schwert von Baphomet ruht. Mr. Stobbart? Ich bin sicher, dass Sie genau das sind, was Sie zu sein scheinen. Ein begabter Amateur. Danke, glaube ich. Aber ich kann Ihre Einmischung nicht länger hinnehmen. Es steht weit mehr auf dem Spiel, als Sie ahnen. Ich kann nicht riskieren, dass Sie aus Versehen meinen Feinden helfen. Was haben Sie also vor? Zu meinem Bedauern müssen wir das Ganze hier und jetzt beenden. Was genau meinen Sie damit? Ich bin ein Profi. Sie werden keinen Schmerz fühlen. Oh Mann, Sie wollen mich umbringen? Ihre einzige Wahl ist jetzt noch, ob Sie wie ein Mann sterben wollen oder wie ein Hund. Ach der Scheiße. Wir sind männlich. Okay, Sie sind der Boss. Ich schlucke die bittere Pille. Sie sind ein tapferer und ehrenhafter Mann, Mr. Stobbart. Eine seltene Gattung. Ich möchte Ihnen gerne die Hand schütteln. Nun, okay. Naja, was soll's. Hier. Es war ein weiter, weiter Weg darunter. Unten konnte ich Ultas Wagen sehen. Okay, bringen wir es hinter uns. What the fuck? Ich hab doch... Ich hab doch ausgewählt gehabt, dass ich runtergehen möchte. Aber ich sah gut aus, tot. Wie gut, dass ich einen Sicherheitscheck gemacht habe. Bevor ich das Ganze hier angefangen habe.
Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich nochmal wieder und ich skippe schnell zu der Stelle. Ein Stein, es ist von. Auf jeden Fall. Ich habe Klaus kein Mann. Ich habe Klaus noch kein Handytelefon. Man soll. So aus der Entfernung kann ich auch. Und Klaus, aber. Ich habe Klaus kein Mann soll. Oh Mann. Irgend. Das Latein, was soll. Der Mund, mein. Und bleib! Die? Sag genau. Und wenn. Dann. Ab. Das. Es ist. Warum. Wenn. Und. Das. Oder. Puh. Kein. Also. Mit. Klausen. Ja. Ich. Warum. Er. Hatte. Ja. Geb. Nein. Sein. Wenn. Was. Sie können. Nicht. Wenn ich ihn. Sie. Vielleicht. Gab. Naja, da. Was. In. Ah. Also. Aber. Es. Mr. St. Ein. Be Dank. Aber ich. Es. Ich. Was hab. Zu. Was genau. Ich bin. Oh Mann. So, da sind wir wieder an der besagten Stelle. Wir werden jetzt wieder männlich auswählen und dann versuche ich hier mal zu Elektroschocken. Mal gucken, ob das funktioniert. Okay, Sie sind der Boss. Ich schlucke die bittere Pille. Sie sind ein tapferer und ehrenhafter Mann, Mr. Stobbart. Eine seltene Gattung. Ich möchte Ihnen gerne die Hand schütteln. Nun, okay, naja, was soll's? Hier. Es war ein weiter, weiter Weg darunter. Unten konnte ich Ultas Wagen sehen. So schnell. Und jetzt sind wir schnell hinunter. Wieder in Nikos Apartment und wir haben es geschafft. Okay, das war Zum verstörend. Glück hat das Vordach von Ultas Lastwagen meinen Fall gestoppt. Gott sei Dank. Das Schlimmste an dieser Erfahrung war Ultas Fahrstil. Was ist mit der Linse? Ist sie noch ganz? Oh ja. Gut, dich wiederzusehen, George. Ehrlich? Ich muss sagen, Syrien hätte mir besser gefallen, wenn du dabei gewesen wärst. Ich wäre keine große Hilfe gewesen. Du hast das alleine doch ganz gut hingekriegt. Super, dann mal gucken, ob wir was über die Linse herauskriegen können. Also zeigen und so. Hast du eine Vorstellung, wozu diese Linse gut sein könnte? Als Vergrößerungsglas offensichtlich. Gut möglich. Versuchen wir nochmal etwas über den Kelch von den Devasco-Cellos. Habe ich dir den Kelch gezeigt? Ja, George, hast du. Gut, dann können wir das abhaken. Pergament. Könnten wir jetzt nochmal kurz reinschnuppern? Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Ah, hier haben wir was Neues zum Abfragen. Das ist das Gesicht der Statue, die ich in Bull's Head gesehen habe. Ja, Rechtsklick. Funktioniert nicht. Okay. Also ist auf jeden Fall mit dazu, aber wo ist die denn hier abgebildet? Die Statue sehe ich hier jetzt gar nicht auf der Schnelle. Aber hier, die kommt mir irgendwie. Das war doch Mofroso. Vielleicht geht's da weiter. Gehen wir mal raus aus dem Gespräch. Ich bin so schnell wie möglich zurück. Okay. Okay. Kein Hinweis, wo wir hingehen sollen? Hm. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier schon mal den Cut, denn ich weiß jetzt durch die ganzen Cuts, die wir hier gemacht haben, nicht, wie lang das Ganze hier jetzt ist. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen auf da. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Wir sehen uns dann morgen wieder, am Donnerstag.
Ja, wenn ich das, den Part jetzt hier nochmal hochgeladen kriege, dann sehen wir uns Donnerstag wieder. Ich werde hier jetzt noch weiter aufnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, whatever, und wir sehen uns dann. Haut rein!